Soll es darum gehen, einen Deko-Schacht zu bauen im Schnelldurchlauf? Dann geht's auch schon los. Wurden Holzteile gesägt, um grob den Körper zusammenzuschrauben. Hier kamen sämtliche Reste zum Einsatz, Schraubensammeleimer. So in etwa soll der Körper werden. Kopf ran mit Hals. Jetzt wird das Ganze mit Styroporplatten ausgestoppt. Ein bisschen Körperform hinkriegt. Da oben mal so eine Art Geweih reingebaut, dass später die Ohren rankommen. Hinten Schwanz. Und mit einem Kükendraht alles eingewickelt. Ein bisschen Holz angepasst, damit ein bisschen runder wird. Draht und Bindedraht, dann war alles ein bisschen hinmodelliert auf die Füße. Okay, dann rundherum, ganzen Körper. Jetzt geht es an den Kopf. Ja, von der Röhre gebastelt, also zugemacht. Dann darüber gestülpt. Verbunden. Schon ein bisschen weiterer Baufortschritt. Hat schon Bauschaum ran gemacht. Sieht erstmal wild aus. Ein bisschen rund geschnitten. Oder die Form so halbwegs passt. Wenn jetzt hier schon auffällt, sind, dass die Beine viel zu kurz sind. Ja, richtig die Wolle hingeschäumt wird. Wird das nicht passen. Bisschen Fliesenkleber angerührt und ein bisschen vor rangespachtelt, Kopf und Füße. Den Halsbereich so ein bisschen. Also es sind mehrere Schritte. Das Ganze ein bisschen stabil zu kriegen. Eine Sauerei. Und dann kann man hier die Form erkennen. Das Ganze schon ausgehärtet. Durch die Füße schon verlängert. Sonst wirkt das nachher gar nicht. Da muss dann auch so ein Draht nach rüber. Das tue ich dann auch. Sollte die Länge so halbwegs passen. Auch hier kommt Fliesenkleber zum Einsatz.
erste Deckschicht dann erstmal fest ist und eben fein nachbearbeitet. Geht es erstmal an den Gesicht, Stirn- und Augenpartien hin zu modellieren. Und so ein bisschen runter zu kriegen. Unten. So das gleiche. Schwarz ist auch zu kurz, den muss auch verlängern. Das Ganze schon ein bisschen ausgehärtet. Hinten am Höcker musste ich auch das hier mal drauf machen, weil er anfängt zu kippeln. Aushärten lassen. Ich will auch noch was. Jetzt habe ich ganz fein Fliesenkleber angerührt, damit man einen Pinsel auftragen kann. Ein bisschen glatt zu kriegen alles. Muss ich natürlich auch. Das ist jetzt auch ausgetrocknet. Sieht schon mal ganz gut aus. Hier ein bisschen Schaum. In Bewegung. Deine Rohren werden später ein bisschen nachgeschäumt, wenn man Lücke hat. So weit komme ich jetzt erstmal von hier aus ran. So aushärten. Dann auf den Rücken legen. Habe ich schon ein bisschen schwarz angemalt. Füße natürlich auch. Ausgehärtet. Ja, auch ein Bauchblech, der Schwanz wurde auch verlängert. Nochmal nachgetupft. Jetzt geht's ans weiße Ballkleid. Haben wir dann nochmal zugemacht. Ein paar Feinheiten angemalt, schwarz im Halsbereich. Hier sind auch nochmal Löcher zugemacht. Schwarz nachstreichen.
Dann Rest weiß. Fertig aus. Kann man in unseren Vorgarten gehen. Unser Kumpel.